Cyberport präsentiert das Honor 9 Lite. Gute Technik zum kleinen Preis. So präsentiert Huaweis Tochterfirma den kleinen Bruder des Honor 9. In welchen Punkten bei der Lite-Version abgespeckt wurde und ob sich ein Kauf trotzdem lohnt, zeigen wir euch jetzt. Los geht's mit den technischen Daten. Unser Testgerät ist 15,1 cm hoch, 7,2 cm breit und 7,6 mm tief. Das Gewicht beträgt 149 Gramm. Der Bildschirm ist 5,65 Zoll groß und löst mit 2160 x 1080 Pixeln auf. Unter der Haube werkelt ein HiSilicon Kirin 659 Octa-Core Prozessor, wobei 4 Kerne mit 2,36 und 4 mit 1,7 GHz takten. Der Arbeitsspeicher beträgt 3 GB. Für Daten und Anwendungen stehen 32 GB interner Speicher zur Verfügung, der mit Hilfe einer MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden kann. Vom Design her beschert uns Honor mit dem neuen Lite ein filigranes und schickes Smartphone. Dabei ist die Front- und Rückseite aus leicht gebogenem Glas, was einen schönen Effekt kreiert. Der Nachteil ist jedoch, dass die Glasoberflächen sehr glatt und damit rutschig sind. Auch Fingerabdrücke sind deutlich zu sehen. Der Hersteller legt aber zusätzlich eine durchsichtige Kunststoffhülle bei, mit der die hochwertige Optik ausreichend zur Geltung kommt, das Smartphone mehr Grip erhält und die Fingerabdrücke kein Problem mehr sind. Rück- und Frontseite verbindet ein stabiler Rahmen aus Aluminium. Spaltmaße zwischen den Komponenten sind nicht auszumachen. Die Verarbeitung ist wie auch beim großen Bruder auf einem Top-Niveau. Dank der abgerundeten Kanten liegt unser Testgerät zudem sehr angenehm in der Hand. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass das Honor 9 Lite nicht staub- oder wasserdicht ist, weswegen ihr bei Nässe oder Regen aufpassen müsst. Alles in allem gefällt uns das Äußere des Honor 9 Lite aber sehr gut. Das Display, das übrigens das gleiche wie das des Huawei P Smart ist, löst mit 2160 x 1080 Pixeln im modernen Format von 18:9 auf. Die daraus entstehenden 428 ppi bieten uns ein scharfes Bild. Die Farben zeigen sich schön kräftig und auch der Schwarzwert liegt im grünen Bereich. Wer gerne an der Farbtemperatur schraubt, findet hierfür die passenden Tools in den Display-Einstellungen. Die maximale Helligkeit beträgt in etwa 550 Candela pro Quadratmeter. Für diese Preisklasse ist das ein Spitzenwert. Die Bildschirminhalte sind bei jedem Umgebungslicht gut ablesbar. Zusammenfassend ein sehr gutes Ergebnis. Das Innenleben gleicht dem des Huawei P Smart. Denn unter dem Gehäuse arbeitet der Octa-Core-Prozessor Kirin 659, ein Mittelklasse-Prozessor von Huawei. Unterstützt werden die 8 Kerne durch 3 GB Arbeitsspeicher. Auch der Grafikchip Mali T830 ist der Mittelklasse zuzuordnen. Damit liegt die Schnelligkeit der Hardware im Durchschnitt. Alltägliche Prozesse werden flüssig ausgeführt und auch viele Games lassen sich ruckelfrei spielen. Längere Ladezeiten und vereinzelte Ruckler müssen bei grafikaufwendigen Spielen jedoch hingenommen werden. Für ein Mittelklasse-Smartphone ist diese Ausstattung jedoch völlig in Ordnung. Wir geben deshalb ein Gut. Auf dem Smartphone ist Android 8.0 Oreo als Betriebssystem vorinstalliert. Darüber liegt die hauseigene Benutzerfläche EMUI 8.0. Uns gefällt diese von der Handhabung sehr gut. Außerdem kommt sie mit relativ wenig bzw. deinstallierbarer Bloatware daher. Für Apps und Daten stehen dem Nutzer insgesamt 32 GB zur Verfügung, welche mittels MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden können. Statt der SD-Karte kann aber auch eine zweite Nano-SIM-Karte eingelegt werden. Für uns ein sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zu den Kameras und damit wohl zum interessantesten Feature unseres Testgeräts. Denn im Honor 9 Lite sind gleich 4 Stück verbaut, wobei jeweils 2 als Dual-Kamerasystem arbeiten. Der Hauptsensor der Systeme löst dabei mit 13 Megapixeln und der zweite mit 2 Megapixeln auf. Bei guten Lichtverhältnissen knipsen die Kameras detailreiche Bilder mit natürlichen Farben. Bei wenig Licht kommt es leider schnell zu Bildrauschen. Zusätzlich zu mehreren Foto- und Videomodi bietet das Honor 9 Lite die Möglichkeit zur manuellen Einstellung von ISO, Belichtungszeit und Co. Dank des Bokeh-Effekts der Dualkameras können hier einzelne Objekte sowie Personen in Selfie-Aufnahmen schön hervorgehoben werden. Für die 4 verbauten Kameras geben wir ein sehr gut. Kommen wir zum Fingerabdrucksensor, welcher im Vergleich zum großen Bruder von der Vorder- auf die Rückseite gewandert ist. Dadurch sind die Navigationstasten wieder im Touchbildschirm zu finden, was das große Full-View-Display auf der Vorderseite erst ermöglicht. Die Entsperrung mittels Fingerabdrucksensor funktioniert auch hier einwandfrei.
Klasse gemacht! Für die Stromversorgung steht ein Akku mit einer Kapazität von 3000 mAh bereit. Im Dauerbetrieb schafft das Smartphone daher etwa 7 Stunden Betriebslaufzeit. Bei moderater Nutzung und mittlerer Helligkeit kann unser Testgerät auch um die anderthalb Tage benutzt werden, womit es im Vergleich zur Konkurrenz im Durchschnitt liegt. Wegen fehlender Schnellladefunktion braucht das Smartphone etwa 2 Stunden und 50 Minuten, bis es wieder voll aufgeladen ist. Dies ist in Kombination mit dem nicht ganz zeitgemäßen Micro-USB-Anschluss zwar schade, für den Preis aber gerade noch in Ordnung. Ein gutes Ergebnis. Unser Fazit: Das Honor 9 Lite besitzt für ein Smartphone im Mittelklassebereich viele Features. Lediglich die Hardware im Inneren und ein paar Kleinigkeiten wie der Micro-USB-Anschluss sind ausbaufähig. Ansonsten ist es schön verarbeitet, bietet ein großes, helles Display und zusätzlich zum Dualkamerasystem auf der Rückseite auch eins auf der Vorderseite. Und das alles zum fairen Preis. Wir geben insgesamt 4 von 5 Cyberstars.